einen Kick, den haben Sie bestimmt auch schon alle 500 Mal erlebt. Ne? Das ist natürlich der ganz klassische Zahnarztbesuch. Mit Zahnprophylaxe. Ja, natürlich. Mit Zahnprophylaxe. Genau. Das, ne? Wir haben ja nach 15 gemeinsamen Bühnenjahren haben wir irgendwann mal entdeckt, dass wir beim selben Zahnarzt sind. Ne? Mhm. Sehen uns im Wartezimmer. Bei Dr. Rösler in der Schwabstraße. Jawohl. Mhm, genau. Und bei mir, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir beginnt der Kick ja in dem Moment, wo ich den Termin ausmache. Das stimmt. Wo ich es in den Kalender... Ich spiele dir mal was. Warte mal, wie ist das? So, ausgemacht und dann... Wo ich es in den Kalender eintrage, beginnt schon der Kick. Ne? Also Tage vorher kriege ich Herzrasen, wenn ich bloß auf dieses Datum gucke. Ja? Nächtelang kann ich nicht mehr schlafen. Und dann Donnerstag, 14.20 Uhr. Jetzt ist es soweit. Ich bin extra ein paar Minuten früher da, weil man weiß ja nie. Ne? Und dann sitze ich da im Wartezimmer, warte noch ein bisschen. Und dann kommt die Sprechtonhilfe. Herr Schläber, bitte folgen Sie mir ins Behandlungszimmer. Und dann sitze ich da in diesem Zahnarztstuhl. Und mein Herz beginnt zu klopfen. Mir wird heiß, mir wird kalt, mir wird heiß, mir wird kalt. Und, war das schon der Zahnarzt? Nein, das war nur noch mal die Sprechtonhilfe. Ja, und dann sitze ich da und gucke. Und ich sitze und ich gucke. Und ich sitze und ich sitze und ich sitze. Und warte. Dabei habe ich doch schon gewartet. Ne, Wartezimmer gleich warten, Behandlungszimmer gleich behandeln. Ja, du weißt du was? Ich habe bei denen jetzt angeregt, sie sollten doch das Behandlungszimmer mal umbenennen. In so eine Mischung aus Behandlungs- und Wartezimmer. Also zum Beispiel Bewartungszimmer. Ich muss sagen, ich frage mich ja immer überhaupt, warum muss ich denn zuerst stundenlang in diesem Bewartungszimmer da rumsitzen, bis dann der Zahnarzt kommt? Ne? Warum sitze ich nicht gemütlich im Wartezimmer und der Herr Kariesverwalter kommt als erstes in sein Behandlungszimmer, ne? Macht ein paar Atemübungen, lockert die Gelenke, bohrt sich schon mal warm oder was weiß ich, ja? Und dann werde ich geholt. Hm? Ja, du, und dann könnte ich endlich mal in aller Ruhe in diesem Wartezimmer diese ganzen Zeitschriften fertig lesen, ne? Endlich mal in Ruhe den Stern und den Spiegel von vorne bis hinten. Das sind ja diese Leuchttürme der Glaubwürdigkeit. Da gibt es ja keine Fake News drin. Stern ne? und Spiegel, ich dachte immer, du liest Gala und Bunte, Schatz. Lese ich nur beim Friseur. Ach so, okay. Gala und Bunte. Ich meine, das sind ja gedruckte Fake News, ja? Wenn ich diese ganzen Promi-Fotos mit ihren glattgezogenen Kinderpopo-Gesichtern sehe, ja? Ne? Diese ganzen Gesichter, die einem mitteilen, sozusagen, ich bin schon seit 20 Jahren erfolgreich 30. Hm? Veronika Ferres zum Beispiel. Veronika Ferres, die hat es ja inzwischen so faustdick hinter den Ohren. Wenn die mal lachen will, muss das Bein heben. So, ich sitze in diesem Behandlungszimmer. Ha? Und ich warte. So, und die Angst kriecht mir wie eine Nacktschnecke am Bein nach oben. Und im Adrenalinrausch fange ich an, die Knöpfe des Steuerpuls auszuprobieren. Und ich fahre runter und hoch und runter und hoch und runter und hoch. Und irgendwann versuche ich mir, mit dem Bohrer ein Herz in den Unterarm zu tätowieren. Und da, wie aus dem Nichts, materialisiert sich neben mir der Smile-Designer. Schönen guten Tag, Frau Häusermann. Und die haben ja jetzt immer diesen Mundschutz um seit neuestem, ne? Ja, das du, irritiert mich total. Weißt du was, ich lasse mir inzwischen immer erstmal einen Personalausweis zeigen, um immer sicher zu gehen, dass auch mein Zahnarzt ist, ne? Könnte ja sonst jeder kommen, ne? Aber ist alles okay? Na, meistens immer alles ist ja. Okay, ein Blick durch, alles in Ordnung. Prolog und geschafft, erster Akt vorbei. Genau, und dann sagt mein Zahnarzt so über die Schulter im Rausgehen, dann schicke ich ihn zur Zahnreinigung mal die Frau Elflein rüber. Frau Elflein? Neu. Ich hatte ja seither immer Frau Steinhauer. Ach, ich hatte Frau Metzger, guck mal. Ja, guck. Und das erste Mal, als ich Elflein gehört habe, weißt du, da dachte ich, Elflein. Oh. Das ist so. Ein feenhaftes Wesen. Zart und einfühlsam, vielleicht mit kleinen Flügelchen dran. Und ich höre das Klicken der Türe und drehe mich um und neben mir steht Helene Fischer! Kein Witz, kleines blondes Persönchen, ne? Ganz schlank, ganz hübsches Gesichtchen, sieh, ich war richtig atemlos. Ich muss ganz kurz an diesen doofen Witz denken, ne? Was passiert, wenn Helene Fischer und Florian Silbereisen Kinder kriegen? Werden das dann Silberfischchen? Aber dann, sagt Frau Elflein, na dann fangen wir mal an. Was ist denn mit Ihrer Stimme? Wieso? Stimmbandentzündung? Nee, gestern Abend Fußballstadion. Hat wenigstens die richtige Mannschaft gewonnen? Nein! Boah! Und dann kriege ich die medizinische Zahnreinigung meines
Lebens. Zuerst der Speichel sauber. Dann die Ultraschall-Laserkanone für den Zahnstein. Und dann reißt sie mir von Hand mit diesem Edelstahl Enterhaken die letzten Zahnsteinreste von Hand aus dem Gebiss. Und Frau Elflein hämmert und schmirgelt und klopft und feilt und verliert mir zum Schluss die Initialen ihres Lieblingsfußballvereins in den Zahnschmelz. Und auf den oberen Schneidezähnen kann man lesen: Einer geht noch rein.